Was ist da los im Silicon Valley? Ist das Zentrum unserer modernen Hightech-Zivilisation und innovativen Startup-Szene gesellschaftlich nach wie vor in der Steinzeit? 60 Frauen klagen jetzt Google, weil der Konzern sie Männern gegenüber ungleich behandeln soll. Von Sexismus ist die Rede und von Hürden auf der Karriereleiter. Werden Frauen im Silicon Valley wirklich so runtergemacht? Silicon Valley. Jung, kreativ, innovativ. Nach außen hin zumindest. Aber was spielt sich hinter den schicken Fassaden ab? Vor wenigen Tagen veröffentlicht ein Google-Entwickler ein 10-seitiges Manifest. Er erklärt darin, warum Frauen weniger für die IT-Branche geeignet seien als Männer. Biologisch weniger für Erfolg gebaut, kaum widerstandsfähig, neurotisch. Nachdem das eigentlich interne Papier publik wird, kündigt Google-Chef Sundar Pichai den Mitarbeiter. Geschlecht und Vielfalt sind im Silicon Valley derzeit ein heißes Thema. Bei Google arbeiten 31% Frauen, in Führungspositionen etwa 25%. Daniela Kickel hat bei einem dieser Konzerne gearbeitet, nämlich bei Apple. Sie hat die Ungleichbehandlung miterlebt. Die Qualifikationen von Frauen werden nicht so wahrgenommen wie die von Männern. Oft hatte man das Gefühl, die wahre Qualifikation, die zählt, ist das, dass ich eben ein Mann bin. Im Silicon Valley müssen sich Frauen nicht nur doppelt behaupten, sondern auch immer wieder gegen sexuelle Belästigung wehren. Susan Fowler, eine Softwareentwicklerin bei Uber, wurde von ihrem Vorgesetzten sexuell belästigt. Uber-Gründer Travis Kalanick muss den Hut nehmen. Auch er musste abdanken. Justin Kaltbeck, ein bekannter Investor, soll seine Investments an sexuelle Gefälligkeiten geknüpft haben. Immer mehr Frauen, die im Silicon Valley Sexismus erlebt haben, brechen in einer CNN-Serie ihr Schweigen. Ich werde nie vergessen, wie er mich unterm Tisch begrapscht hat. Am Ende stand er auf und nahm seinen erregierten Penis raus. Es ist leider die Norm. Und wenn eine Frau einmal in eine Führungsposition gehoben wird, dann oft aus unternehmenstaktischen Gründen. Und wenn sie dort mal sind, da sind sie immer nur relativ kurz. Da sind sie gerade mal für eine Zeit, dass man sie eben präsentieren kann, dass man sagen kann, ja, wir haben jetzt Frau XY an diese tolle Position gesetzt und spätestens ein Jahr danach ist sie nicht mehr dort. Mehr als 60 Google-Mitarbeiterinnen wollen sich das nicht mehr gefallen lassen. Sie überlegen jetzt, eine Sammelklage wegen Sexismus und ungleicher Bezahlung gegen Google einzubringen.